Wohlhabende und Adlige liebten es zu jagen. Das ist aber gar nicht, die zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert betrieben wurde. Fuchsprellen. Dabei stellte man sich in Zweiergruppen auf. Beide hielten das Ende eines langen Tuches, genannt Prelltuch, innerhalb einer abgesteckten Arena. Die Tiere, meistens Füchse, die in Käfigen gehalten wurden, wurden dann freigelassen in die Arena, wo all die Paare mit den Tüchern warteten. Wenn dann ein Tier über eines der Tücher rannte, zogen die beiden so stark sie konnten an den Tüchern, damit zapp, das Tier in die Luft fliegt. Bei besonders begnadeten Athleten bis zu 7 Meter. Da oft extra in den Arenen Sand ausgeschüttet wurde, starben diese Tiere dann auch nicht sofort. Brachen sich einfach ein paar Knochen, um in Panik voller Schmerzen weiterzurennen, auf dem nächsten Prelltuch zu landen und zack, wieder ab in die Luft, bis das Tier nicht mehr rennen konnte oder lebte. Oft wurde dieses Spiel von unverheirateten Paaren gespielt. Klar, was gibt's auch romantischeres, als mit dem oder der Partnerin mal schön romantisch ein paar Füchse, Hasen, Rehe oder Dachse in die Luft zu donnern. Dann zuzusehen, wie sie wieder runterknallen und sich was brechen. Nice.